Guten Tag, mein Name ist Max Otte. Ich möchte Sie herzlich einladen zum zweiten Spaziergang nach Berlin. Dieser findet vom 8. August bis 18. August diesen Jahres statt. Im Folgenden bespreche ich vier Punkte mit Ihnen, nämlich erstens, was ist der Spaziergang? Zweitens, wie ist der Spaziergang 2016 verlaufen? Drittens, wie ist der Spaziergang 2017 organisiert? Und viertens, wie können Sie mitmachen? Also, erstens, was ist der Spaziergang nach Berlin? Irgendwann vor 10, 12 Jahren habe ich wieder angefangen zu wandern und ich habe gemerkt, wie schön unser Land ist und wie wichtig das Wandern als Volkssport der Deutschen wirklich ist, wie sehr es auch der Seele gut tut, wie sehr es uns entspricht. Die Wanderbewegung war auch im Dritten Reich zum Beispiel stark angefeindet. Die Nationalsozialisten fürchteten die bündische Jugend und den Wandervogel, weil Wanderer freie Geister sind. Und so möchte ich mit Ihnen wandern und freie Gedanken zwischen freien Menschen austauschen. Alle Bürgerinnen und Bürger sind willkommen. Extremistische Ansichten nicht, das müssen Sie auch angeben. Aber alles von rechts bis links ist willkommen, solange es verfassungstreu ist. Wir wandern im Sinne dieser offenen Akademie durchaus anspruchsvolle Etappen von 20 bis 30 Kilometern, haben allerdings ein Begleitfahrzeug. Abends treffen wir uns in Kneipen oder Gaststätten und hören Referenten zu ausgewählten Themen zu. Zweitens, wie ist es 2016 gelaufen? 2016 war das erste Jahr, an dem ich den Spaziergang nach Berlin durchführte. Wir haben es einfach mal als Experiment gestartet. Und ich muss sagen, es war eine großartige Erfahrung. Wir hatten auf den einzelnen Etappen zwischen 20 und 30 Mitwanderern und wir waren auf insgesamt circa 8 Etappen unterwegs nach Berlin mit Zwischenräumen. Das Wetter hat mitgespielt. Wir hatten fantastische Gespräche. Es war so, als ob man sich schon lange kennen würde, obwohl die Besetzung der einzelnen Etappen gewechselt hat. Also nur einer ist mit mir die ganze Strecke gelaufen, viele sind einige Tage mitgelaufen. Es war eine fantastische Atmosphäre, es gab gute Gespräche, es war erholsam, es war für Geist, Körper und Seele was dabei. Drittens, wie organisieren wir das Ganze? Zunächst einmal zu den Etappen. Am 8. August sind wir in der Rhön, am 9. im Taunus, am 10. ist Ruhetag. 11. August Bergisches Land, 12. August Sauerland, 13. August Teutoburger Wald, 14. August Ruhetag. Und dann geht es am 15. und 16. über den Harz. Das ist in gewisser Weise der wanderische Höhepunkt. Am 17. im Umland von Schwerin und am 18. sind wir in Brandenburg unterwegs und haben dann unseren Abschluss. Wir organisieren alles insofern, als dass wir vorher die Teilnehmer aufnehmen, die genauen Startpunkte bekannt geben für registrierte Teilnehmer, die Gaststätten auswählen und ihnen Empfehlungen für Gaststätten aussprechen. Sie buchen bitte selber. Wir haben Begleitfahrzeuge dabei, sodass für diejenigen, die keine 25 oder 30 Kilometer wandern, irgendwo auch dann eine Abholung bereitsteht und dass sie auch etwas weniger anspruchsvolle Etappen wandern können. Abends gibt es dann nicht immer, aber an den meisten Abenden Referate von Politikern oder Politikern, aufrechten Politikern oder Wissenschaftlern, Aktivisten. Im letzten Jahr hatten wir Professor Helge Peukert, wir hatten Frank Schäffler, wir hatten den Comedian Ludger Kahr, wir hatten Dr. Ulrich Horstmann. Also wir haben sehr interessante Referate gehabt und dann auch diskutiert. Zum Schluss, viertens und letztens, wie können Sie mitmachen? Sie können sich natürlich einfach auf der Seite spaziergangnachberlin.de registrieren für bestimmte Etappen und Sie bekommen dann von uns die Einladung. Wir suchen auch noch für einige Etappen Etappenführer. Ich muss nicht alle Etappen selber auskundschaften. Wenn die Region steht, dann sind Sie herzlich willkommen, dort den ortskundigen Führer zu machen. Und natürlich, falls Sie in diesem Jahr nicht können, sagen Sie es weiter. Ja, sagen Sie es weiter, auch wenn Sie dabei sind. Wir freuen uns über jeden Teilnehmer. Es wird bestimmt wieder eine tolle Sache. Ich freue mich, Sie im Sommer zu sehen. Ihr Max Otte.